Der letzte Überlebende, ein der ganz letzte Überlebende in Belgien. Wir sind noch drei oder vier und alle sind verbrannt, vergast geworden. Mit 14 Jahren kommt Henri Kischka ins Konzentrationslager. Er überlebt die Unmenschlichkeit der Nationalsozialisten. Mehr als drei Jahre war er Häftling in 11 Konzentrationslagern. Meine ganze Familie ist gestorben. Mein Vater, meine Mutter, beide Schwestern sind alle vergast und verbrannt geworden. Und ich bin von 31 Personen von meiner Familie in Konzentrationslager der Einzige, der überlebt. Mit 19 Jahren ist er frei. Hat niemanden mehr, fängt ein neues Leben in Brüssel an und heiratet. Seine Frau Lucia und er haben 4 Kinder. Über den Holocaust haben Henri und Lucia kein Wort gesprochen. Wir haben uns nicht einmal getraut zu fragen, sagt sein Sohn Michel Kischka, ein bekannter Karikaturist. 2012 bringt Michel Kischka die Grafiknovelle Zweite Generation raus, in der er die Beziehung zwischen seinem Vater und ihm aufarbeitet. Sein Buch ist auch ein Appell, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit geraten dürfen. We stand on my book. Wir stehen auf meinem Buch, als ob mein Buch das wäre, auf dem wir unsere Beziehung aufbauen, stärken. Es ist die Last der Vergangenheit, die er auf seinen Schultern trägt. Sie ist zu schwer. Ich habe meine Hand auf seiner Schulter, aber so oder so, ich unterstütze ihn. Ich stütze mich nicht ab, ich unterstütze ihn. Der Titel des Dokumentarfilms stammt auch von ihm. Kischka, Life is a Cartoon. Ein Film, der auch zeigt, Liebe und Freundschaft überwindet alle Grenzen. Dazu gehört auch viel Optimismus und Humor. Dies hat Henri Kischka, heute 91 Jahre alt, während des Holocaust am Leben gehalten. Für mich ist das ein Glück, zu überleben, nicht nur überleben. Ich habe gebaut eine große Familie mit vielen Kindern, kleinen Kindern. 50 ungefähr zusammen. Und das ist ein zu Hitler.